Also es kann vorkommen, dass ich über Monate hinweg jemanden nicht erreichen kann, weil ich die ganze Zeit die falsche Nummer anwähle, aus welchen Gründen auch immer. Umzug, ja, Umstrukturierungen, unterschiedliche Telefonanlage, neue Telefonanlage, was auch immer für Gründe. Veränderungen sind konstant. Ja, die einzige Konstante ist, sind Veränderungen. Und von daher immer mal schauen, ob du überhaupt die richtige Nummer hast. Selbst wenn da noch der alte Anrufbeantworter drauf ist, ne, und du der Meinung bist, das ist auch die Person. Kann dich unter Umständen sehr viel Zeit und ein ganzes Projekt kosten. Wie es mir auch schon passiert ist. Also ich habe dann irgendwie nach 5 Monaten festgestellt, okay, das ist die gute Nummer. Wie du dann an die richtige Nummer kommst, wenn du zum Beispiel über die Hauptzentrale nicht weiterkommst, ist über Subsidiaries. Das heißt, du telefonierst einfach andere Standorte, kleinere Standorte an und manchmal sind dort die Zentralpersonen, Mann oder Frau, wesentlich hilfsbereiter. Und in dem Fall war es so, dass die mir wirklich zu jedem Kontaktperson, die ich haben wollte, aus dem Hauptquartier mir einfach die komplette Durchwahl gegeben hat. Damit hatte ich dann letztendlich endlich die richtige Nummer und ja, konnte Kontakt aufnehmen, meine Unterlagen versenden und ein Lead daraus machen, also eine Opportunity und dann den Neukunden eben gewinnen.